Echt heftig, deftig, ja. Kann ja derweil schon mal kurz gucken, ob das mit der Lautstärke hier so passen würde. Echt heftig, deftig, ja. Kann ja derweil schon mal kurz gucken, ob das mit der Lautstärke hier so passen würde. Ah. Klar, Twitch sollte ich natürlich wieder ausmachen. Da habe ich nur kurz den Link gebraucht für meinen Tweet. Ich wollte gerade schon vor sagen, ich weiß gar nicht, inwieweit das Programm hier von WeStream.io auf die Emojis eingeht, aber Frage beantwortet.
sag mal so, ich bin noch relativ klein und könnte auf jeden Fall noch grüßen, aber wir zwei kennen uns ja eh schon ein bisschen. Beziehungsweise schaust du bei mir auch schon ein bisschen zu, ne? Deswegen kannst du dich insofern sowieso mal gegrüßt fühlen, aber an sich will ich eigentlich nicht auf jedes Grüßen eingehen, ne? Das ist mir schon klar, wegen diesem komischen Groß-Kleinschreiben-Gedöns, wo kommt das überhaupt her? Aber ja, nur um es nochmal klarzustellen, ne? Es ist schon wieder so ewig her. Ich weiß schon gar nicht mehr die Steuerung. Ah, okay. Naja, kriegen wir irgendwie hin. Sagt er und sieht sich jetzt schon wieder nach ganz unten purzeln. Aber wie man sieht, die Anzeige, was gerade für ein Lied spielt, die funktioniert wieder. Sind wir nicht alle ein bisschen Troller? So, legen wir los. Davor müssen aber hier mal eben dies hier weg. Und dies hier weg. Troller gibt es nur bei Roller, das wäre ein Wortspiel. Ja, vielleicht auch ein ganz toller. So.
So. Ah, wie habe ich das hier nochmal gemacht? Oh, wie habe ich das hier nochmal gemacht? Ich glaube, ich hatte hier so ein bisschen meine Stretch hier so ein bisschen hochzukommen. Wie war denn das? Konnte ich nicht auch... Oh, Moment mal. Nee, das klappt nicht. Oh Mann, es geht schon wieder los. Man kann noch Wetten abgeben, wann ich das erste Mal wieder ganz runterputzen werde. Also, ganz runter. Ja, aber ich hab Bock drauf, Ich hoffe, man hört meine Tasten nicht allzu sehr. Ach, warte mal, konnte ich hier nicht... Nö. Tatsächlich nicht. Dann machen wir es halt so. Mann, dieses Timing, ey. Ich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Da, da, da. Aber obwohl es schon wieder ein bisschen her ist, ich glaube, da kommen wir ganz schnell wieder rein. Ist das mit Controller leichter? Ich weiß nicht, ob es überhaupt mit Controller geht, wenn ich mal ehrlich bin. Uff. Ich greife hier mal eben um. Vielleicht funktioniert das ja recht gut. Na. Aber das Problem ist hier halt vor allem das Sprungeinschätzen. Die Sprunghöhe. Das ist halt das große Problem. Du hast ja nicht viel zum Steuern. Rechts, links und Leertaste gedrückt halten. Wow. Aber das Einschätzen, wie lange man drücken muss, das ist halt das große Problem. Könnte man hier nicht auch irgendwie eher rückwärts reindongeln? So ein bisschen was weiß ich ja noch. Und ich weiß, dass ich nicht unbedingt nach da links will. Könnte ich nicht auch hier? Ja, tricksen. Haha. Au. Oh. So schnell oben, so schnell ist man wieder unten. Ah, Mann, ey. Und jetzt voll aufladen. Und aufs Maul legen. Wie eh und je. Hier mit unserem... Wie war es gleich? Der Frosch... Der Frosch King? Weil er so jumpt? Wir hatten da doch irgendeinen Namen für den Eulen. Wir hatten unten diesen komischen Gesichtsgnom oder was das war. Der sich dann immer über einen lustig gemacht hat. Aber ich hoffe, dass ich den heute nicht zu Gesicht bekommen werde. Also das wäre wieder ganz runtergepurzelt. Ach ja. Es wird wieder ein mega spannender Stream. Mega spannend oder mega entspannend. Je nachdem, wie man es sehen will. Und was habt ihr heute so gemacht? Mir war heute ganz entspannt. Videos verarbeitet, ich habe den Stream geschaut und erst selber ein bisschen streamen. Oh Gott. Nein! Ey, das passt voll zum... Also. Aber Musik muss hier halt sein, weil das Spiel selber kriegt ja keine rein. Na, deswegen, da muss schon... Das war ja das... Zwischenzeitlich wollte ich mein VLC-Plugin dafür nochmal. Aber da muss schon ein bisschen Musik rein. Au.
Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir hier schon den ersten Clip? Cool. Werde ich mir später auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt mitten im Stream muss das nicht unbedingt sein. Und weiter als vorher. Oh, oh, oh. Nein. Ach Mann, oh. Das gibt's doch jetzt nicht. Ach, Moment. Ich muss hier mal ganz kurz. So. Und in 5 Minuten dann mal ganz kurz. Da ist gerade ein Timer angegangen. Und ich kam nicht rechtzeitig dazu, ihn zu stoppen. Weil ich weiß, dass er für mich nichtig ist, weil das schon erledigt ist. Deswegen, der wird gleich nochmal kommen an meinem Handy. Und dann kann ich ihn auch ausmachen. Oh, hier ist aber auch ganz fies. Wenn man sich aber ganz weit rechts stellt, dann klappt es. Wenn ich mich nach ganz hinten stelle und dann voll auflade, klappt es dann? Das kann ich sehr gerne machen. Ich bin echt gespannt. Und ich glaube, dieses Spiel hier bietet sich auch echt für Clips an. Das kann ich gerne machen. Können wir uns dann nochmal gemeinsam ein paar Clips anschauen. Autsch. Da werden viele entstehen. Ja, ich finde es auch immer noch schade, dass das beim ersten Jump King Stream so ein bisschen gespackt hat mit Twitch. Und YouTube bietet da ja leider noch keine Clip-Funktion. Sonst wären ja das letzte Mal wahrscheinlich schon einige entstanden. Aber ja, diesmal funktioniert es ja. Auch wenn ich leider erst Two-Factor Authentication aktivieren musste, damit ich wieder einen Stream-Schlüssel von Twitch bekommen darf. Aber ich meine, es macht ja auch Sinn. Two-Factor ist ja sicherer und so, aber ich bin eigentlich kein Freund von. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, falls es nicht so funktioniert, wie es soll, aber bei Twitch funktioniert es wenigstens. Ein Glück. Weil ich kenne da so andere Plattformen, da funktioniert es halt nicht so. Da hast du dann deinen Authenticator eingerichtet, sollst den Code bekommen, bekommst ihn aber nicht. Denkst du dann, ja, ihr Säcke. Also, das habe ich halt tatsächlich auch schon gehabt. Deswegen, ja. Meine Vermutung, YouTube-Verzögerung 30 Sekunden, Twitch-Verzögerung 6 Sekunden. Okay. Das ist interessant. Kann sich aber auch gerne mal ändern. Je nachdem, wie viel gerade bei den einzelnen Servern von denen los ist. Da ist gerade halt viel auf YouTube streamen, dann ja, ist denke ich schon verständlich, dass vielleicht bei YouTube zu der Zeit dann mal ein bisschen mehr Verzögerung eventuell ist. Ich weiß es nicht, was da technisch alles dahinter steckt. Ich weiß, es ist unglaublich schrecklich. Ach, 30 Sekunden hält sich ja auch noch irgendwie im Rahmen. Oder meinst du jetzt mit dem Two-Factor? Ich weiß es nicht. Ich will da jetzt rüber. Ich will da rüber. Also, es geht doch. Haha. Und jetzt kommt der Moment. Der schreckliche Moment. Bei dem, wenn ich jetzt verkacke, ich wieder ganz runter purze. Also nicht ganz runter, aber weit runter. Wo sollte ich denn sonst hin? Mann. Oh shit, here we go again. Oh man. Wie war das? Long, this is so long. Ja. Her legs. Was? I wish? Ja, was wünscht er sich?
Okay. Auch hier, wenn wir hier jetzt wiederum runtergeflogen wären. Wären wir auch ziemlich weit runtergepurzelt. Nein, nein, nein. Uff. Glück in Ruhe. Nein. Hey Wirbel, wie weit bist du heute schon gekommen in Jump King? Ja, so insgesamt in Summe wahrscheinlich minus 4 Screens. Wir haben es doch vermisst. Wir haben es doch alle vermisst. Dann, egal, wir kommen wir auch wieder hoch. Wer einmal hochgekommen ist, der kommt da auch noch mehr hoch. Haha. Das wäre doch gelacht. Nein! Uff. Noch ein Clip. Okay. Konnte ich hier nicht einfach rechts gegen dongeln? Ja, oder? Na. Nein, nein, nein. Willkommen zurück. Wie du siehst, mein Fortschritt ist ins Minus gegangen. Ich bin runtergepurzelt. Mann. Uncool. Nein! Einfach wieder aufstehen und wieder nuff. Da-dam, ba-dam. Genau die richtige, entspannte Musik dafür. Nein, nein! Also langsam könnte es echt sein, dass wir diesen Kartoffelnasenknum oder wie der hieß nochmal wiedersehen werden. Och nö. Ich glaube, von hier konnte ich aber einfach Fullscreen. Volle Power, ja. Oh man. Ich hatte eine Jump King Map in Super Mario Maker 2 gebaut. Es war nur eine Beta, aber war trotzdem cool. Ja, klingt auch interessant. Klingt auch interessant. Nein! Ey, die Pause war zu lang, ich sag's euch. Die Jump King Pause, die war einfach zu lang. Ich hätt's einfach durchziehen sollen. Ich behaupte mal, ich bin trotz allem immer noch besser als in den Anfängen vom ersten Stream. Also, ne? Es ist ja, ich stelle mich nicht ganz so dumm an wie anfangs. Will ich mal so behaupten. So, da sind wir doch schon wieder. Also, die Feider für dich ist nun auch ein Weebler. Ah, nice. War gerade ganz perplex, aber wieso kam der Alert nicht angezeigt? Wieso wurde der nur vorgelesen? Da stimmt was nicht. Aber haben es in den Events unten rechts, aber trotzdem, da muss man... Wieso? Da ist das. Ja, muss ich mal in Ruhe gucken. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Sorry. Ich meine, immerhin wird es vorgelesen und wir haben es in den Events unten rechts. Und dadurch, dass ich ja eh bei mir keine Spenden anhabe, ist es halb so wild. Insofern, ne? Aber ärgert mich gerade trotzdem ein wenig. Ah, das ist so typisch Streams. Man vergisst so leicht irgendwas. Man vergisst so leicht irgendwas. Irgendwas geht immer schief. Wie ist das eigentlich von der Soundabstimmung her? Alles okay? Au.
Oh, ich hasse diese Stelle. Da kann man so leicht wieder runterpurzeln. Aber man kommt auch recht gut wieder hoch. Okay, das finde ich schön. Das finde ich schön. Das freut mich doch. Upsi. Boing. Einfach gegen die Wand schrumpfen und dann... Ich finde, alles ist okay, aber die Musik ist manchmal sehr hart im Vordergrund. Okay, dann machen wir sie noch ein bisschen... Bisschen leiser hier. Ah, nee, warte, die muss ich dann... Ah! Moment. Das muss ich dann hier machen. So vielleicht. So vielleicht. Ah, falsches Fenster. Hier hin. Blub. Och nö. Och nö. Das hat doch gerade auch so gut geklappt. War das knapp. Da-ba-da-ba-da-da-dam. Der Titel des Streams beschreibt alles. Ja, deswegen wurde er auch so gewählt. Deswegen wurde er auch so nein! so gewählt. Ja. Ganz genau deswegen. Kann ich hier tricksen? Ich glaube, die Antwort lautet ganz eindeutig nein. Ja gut, dann können wir ihn jetzt aber auch noch besuchen gehen. Hier. Instead of falling down, have you thought about jumping up? Ja, ich jump gleich ab auf dein Head. Meine Güte. Kartoffelnasenkönig, ja. Kartoffelnasengnom oder sowas, glaube ich. Aber ja, die Kartoffelnase ist wieder am Start. Ja. Ich hatte so gehofft, dass wir ihn heute nicht sehen werden. War wohl ein bisschen zu positiv gedacht. Bong. Na! I remember some beautiful meadows above the fort. Das ist schön für dich. Ah, yes, flowery fields. Okay. Hm? Und da pennt er wieder. Ach je. Ins Feuer rein. ja, ins Feuer rein. Wie war das hier nochmal? Ich glaube, von hier aus einfach rüber. Und dann einen kurzen Jump. Und ja, also es geht doch. Es geht doch. Guck dir mal, das funktioniert doch. Wunderbärchen funktioniert das doch. Okay, es war auf der anderen Seite. Autsch. Ah, man sollte nicht so große Töne spucken. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Komm, sag mal, ey, es funktioniert doch. Ups, ich bin wieder runtergefallen. Oh Mann. Timing war eh noch nie meins. Warum spiele ich dieses Spiel? Das besteht aus nichts anderem. Na! Aber ich will da hoch. Da oben rechts steht's. Stell dir Power-Ups in Jump Frosh vor. Okay. 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 Ich würde gern den Kugel-Willi ziehen. Ist das legitim? Ist das drin? Kann man das so machen? Der fliegt mich dann einfach ein paar Screens hoch. Ja? So als Noob-Support? Nein? Schade. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Und dann hierhin und dann dahin und dann dorthin. Na also. Ein Multiplayer mit Power-Ups. Oh shit. Ich glaube, das könnte recht böse enden.
Boah, aber Multiplayer in dem Spiel. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich glaube, du kommst in dem Stream da nicht mehr hin. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Und wie? Han, han, han. Ach, Katchen. Ich weiß genau, warum ihr eingeschaltet habt. Ihr wollt mich leiden sehen. Gebt's doch zu. Gebt's doch zu. Aber ich meine, warum schaut man sonst bei Streamern an, die gerade Jump King oder Dings spielen? Wie heißt das doch gleich mit dem Topf? Getting Over It. Also, ich meine, da gibt's ja fast keinen anderen Grund, dann einzuschalten, oder? Ich habe auch gerne anderen zugeschaut, wie sie bei Getting Over It gelitten haben. Autsch. Wie hat der überhaupt sein komisches Zelt da in die Landschaft geparkt? Und wie komisch fließt dieser Fluss da in der Landschaft? Da unten links. Egal. Genug die Landschaft betrachtet. Da-da-da-dam. Manchmal ist es aber auch chillig und nice. Einfach chillig und nice. Ja, das ist, das stimmt. So ein chilliger Stream mit einem chilligen Chat. Ist doch alles cool. Ist doch alles cool. Ist ganz angenehm. Besser als wenn so ein Chat einfach durchrattert und rattert und rattert. Ja, soll man mal gucken, wie oft er sich sein Gesicht gebrochen hat. Das gibt's hier, Falls 867. Also, ja, der hat schon ein bisschen was erlebt. Aber Timestunden 39, das stimmt nicht. Also, das stimmt definitiv nicht. Das ist vielleicht die Zeit seit dem Streambeginn, beziehungsweise seit ich das Spiel jetzt wieder angeschaltet habe, ja. Aber auch noch nicht mal nach seit Streambeginn. Also, der zählt hier scheinbar nicht die Gesamtzeit, sondern nur die einzelne Session. Jump King Ultimate Chicken Horse. Oh shit. Ja, theoretisch könnte man so eine Jump King Map ja in Ultimate Chicken Horse bauen. Das ist ja das. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber von der Idee her würde das wohl gehen. Dum, ba, dum, ba, dum, dum. Haha, ich bin wieder hier. In meinem Revier. Und das nach 4, weil wir haben schon 19 Uhr. Oh, aber Ultimate Chicken Horse, ne? Das ist mal No Joke, da hätte ich echt Bock, das mal wieder zu zocken. Da müsste ich echt mal schauen, ob ich irgendwie Zocki und Tofu zusammen bekomme. Dass wir da vielleicht mal wieder ein bisschen zocken. Da hätte ich echt Bock drauf. Er hält sich noch mit seinem Gesicht gerade so an der Kante fest. Beißt die Zähne zusammen. Ich will da nicht runterfallen. Ja. Mist. Ja, das kannst du laut sagen. Nein, ich Depp. Ich hätte länger aufladen müssen. Aber egal, da kommen wir wieder hoch. Wir sind da jetzt schon so ein paar Mal hochgekommen, weil wir immer wieder runtergepurzelt sind. Dann wird man da auch nochmal hochkommen. Bam. Bam. Er sieht sein Leben an sich vorbeiziehen. Der ist auch nicht schlecht, ja. Der denkt sich halt in dem Moment, warum mache ich den Scheiß hier eigentlich? Und dann schielt er im Stream wieder so nach oben rechts. Oh, a smoking hot babe on the top. Ja, alles klar, das ist Motivation genug. Ey, ich sag's euch, das ist doch am Ende ein Troll, was da steht. Das ist doch am Ende einfach nur ein Troll, was da steht. Als Untertitel von dem Spiel. Oder?
kann mir nicht vorstellen, dass da for real ein smoking hot babe on the top ist. Also, ich weiß es nicht. Beziehungsweise nicht mehr. Ich weiß, ich habe mir einmal ein Video angeschaut, was da so noch alles kommt und so. So ein Speedrun. Das war echt uff, aber ich weiß nicht mehr, wie es geendet hat. Bin ich ganz ehrlich. Und ich muss da auch echt sagen, ich habe schon so ein bisschen Schiss vor dem, was noch kommt. Ich meine, ich habe ja hier unten schon mega Probleme, aber er hat 3 Jahre Gesichtstraining gemacht, um das auszuhalten. Ja, nee, der hat doch einen Helm an. Siehst du das nicht? Jetzt kommt gleich als Antwort, ja, wie soll er sich dann mit seinen Zähnen festhalten? Ja gut, keine Ahnung. Ja, ich gebe es zu, ich habe keine Ahnung. Autsch. Ah, gerade noch so. Eieiei. No. Schon wieder, er hält sich gut mit seinem Gesicht. Er hält sich echt gut mit seinem Gesicht. Oh Mann. Ach je. Ach. So chillig wie der letzte Jump King Stream. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Dann. Bautsch. Autsch. Eieiei. Der Helm müsste eigentlich schon kaputt sein. Ja. Ja, vielleicht hat er ja Selbstreparatur drauf. Gab's das nicht in manchen Spielen? So Selbstreparaturwerte? Ich meine, in Diablo 2 gab's sowas auch. Zumindest wenn man dann das Add-on hatte. Da war dann so ein ätherisch oder wie auch immer man das ausspricht, zusammen mit Selbstreparatur war halt mega geil. Weil eigentlich kannst du ätherische Sachen, ich sag jetzt einfach mal ätherische, ich habe keine Ahnung, wie man es eigentlich ausspricht, die kannst du eigentlich nicht reparieren. Dafür haben sie eine deutlich bessere Verteidigung gehabt. Und das in Verbindung mit dem Wert Selbstreparatur zu finden, das war halt schon nice. Dann hattest du halt ein geiles Equip. Vom Hauptwert her, vom Verteidigungswert her, aber eben, es hat sich selbst repariert, obwohl es eigentlich nicht geht. Hallöchen bei Chuck7. Na, alles klar bei dir? Aktiviere den Frosch-Mode, ich hatte den Speedrun auch geschaut, es gibt einfach ein Windgebiet, das die, ja, das erinnert mich auch noch, aber ich glaube, da schaffen wir es heute nicht mehr hin. Ehrlich gesagt bin ich schon froh, wenn ich als Fazit von diesem Stream hier mit plus 0 oder mehr Screens rausgehe und nicht mit Minus. Oh Mann, ey. Und ich habe noch gesagt, ja, da kann man ja nicht so viel runterpurzeln. Stoppen wir mal hier, aber ich habe mir das Ende von dem anderen Spiel angeguckt, XD. Okay, bitte nicht spoilern. Ich will selber herausfinden, ob es da ein Hot Smoking Babe gibt. Bitte nicht spoilern, weil ich hab's echt schon wieder vergessen. Ah, da sind wir schon wieder. Danke sehr. Weißt du, vor allem bitte nicht spoilern. Bei einem Spiel wie diesem, das quasi null Story hat. Okay. Okay. Also es lohnt sich zum Ende hin, sich zu quälen. Okay, das ist schon mal cool. Autsch. Und wieder hält er sich gut mit seinem Gesicht. Sehr cool. Ich check mal kurz was in Discord. Kleinen Moment. Ah, okay. ja. Und da bin ich schon wieder für euch da. Hast dich gut gehalten mit deinem Gesicht, Jump King. Bin stolz auf dich. Bin echt stolz auf dich. Auf dich ist Verlass. Den Frosch-Mode aktivieren. Okay, ich aktiviere den Frosch-Mode. Quack. Autsch. Quack. 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 Der Froschmod hilft mir gefühlt auch nicht weiter. Quack.
Quark! Vergiss den Froschmord, der hilft gar nichts. Meine Güte. Autsch. Eieieiei. Als der nicht schon, als ich nicht schon alles gebrochen haben muss. Kennst du mich noch aus dem The Talos Principle Stream? Ich sag mal so, dein Name kam mir auf jeden Fall bekannt vor, ja. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch wieder, warst du nicht der mit dem Bisasam-Bild? Als Avatar? Minus ist das neue Plus. Ja, wenn man es mit... Verdammt. Wenn man es mit Minus multipliziert. Ja, ich erinnere mich. Auf jeden Fall. Der Talos-Prinzip, ey. Noch so ein Spiel, das muss ich unbedingt mal wieder weiterspielen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das vielleicht als Stream sein lasse. Das Let's Play weitermache. Oder ob ich jetzt als Stream nochmal von vorne beginne, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel von. Da müsste ich aber auch wirklich mal häufiger streamen, nacheinander auch, und nicht so ewige Pausen drin halten. Das hat mir hier bei Jump King auch nicht gut getan. Autsch. Spoiler, nachdem du an der Spitze an Krebs stirbst, verwandelst du dich in einen Frosch. Na, das glaube ich nicht. Hättest du jetzt gesagt, dass das hier wie beim Froschkönig ist, nur umgekehrt, dass das Smoking Hot Babe ihn dann küsst und dann wird er zum Frosch, dann hätte ich dir eher geglaubt. Weil so die Froschgene, die hat er ja so an sich schon intus. So wie der hier rumjumpt. Aber na. Na also, es geht doch. Hui. Buh. Ich depp. Es gibt Froschspritzen, die gönnt er sich jeden Tag. Ach so, okay. Ist da dann irgendwie Frosch-DNA in drin, oder wie? Der Speedrunner hat es in 5 Minuten durchgespielt. Ja, das ist... Also, ist nichts gegen Speedrunner, ne? Also, no joke. Ich habe echt Respekt vor denen, die das können, so. Aber das ist ja schon nicht mehr normal, was die Speedrunner so in den verschiedenen Spielen vollbringen. Also, das ist ja... Auch bei Dings habe ich mir mal einen Speedrun angeschaut, bei Getting Over It. Das ist ja... Abartig. Und wenn es noch abartiger sein soll, dann guckst du dir einen TAS an. Das ist ein Tool Assistant Speedrun. Und diese Tools, die können halt wirklich die Physik und so von den entsprechenden Spielen berechnen und machen dann die abartigsten Dinge. Das ist echt... Da schaudert's ein. Wirklich, da schaudert's ein. Den Baum hier finde ich cool. Der ist cool gemacht. Der ist cool gezeichnet. Hat was. Finde ich auch allgemein so interessant, wie die hier so ein bisschen eine gewisse Dreidimensionalität reinpacken, obwohl die Map an sich 2D ist. Gerade hier bei dem Baum auch. Der ist schon cool gemacht. Autsch. Wirbel hat Speedrunner-Phobie. Nein, ich gucke mir das schon sehr gerne an, aber ich würde das nicht selber machen wollen. Weil ein Spiel ist, für mich Unterhaltung und wenn ich hier erstmal zigmal dasselbe spielen würde, müsste und so weiter und so fort, um gut genug darin zu werden, dann unterhält mich das nicht. Und jetzt auch hier das Jump King. Das ist ja schön und cool. Gut, ist auch ein cooles Spiel. Aber ich glaube, jetzt so als zum Alleine im Kämmerchen spielen, da wäre das jetzt nichts, ne? Da ist schon gut, dass ich das jetzt hier im Stream mit euch spiele. Da ist das ganz chillig. Da kann man sich auch gut nebenbei unterhalten. Und dann hat man so seine Unterhaltung da drin. Und dann funktioniert das. Aber jetzt so als... Aber ist so als Spiel zum einfach so mal spielen? Nee. Da habe ich lieber ein gutes Story-Spiel. Wisst ihr?
Leute, Wirbelsturm lässt sich extra fallen lassen, um die einzelnen Screens zu üben, weil es morgen um 16.30 Uhr, da bin ich auf der Arbeit, Junge, da kann ich das nicht speedrunnen. Nice try, aber nein. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Ach komm. Hallo Nasengnom. Hallo. It wasn't for my age, I'd be up again in no time. Ne, aber ist mal no joke. Ich streame jetzt aktiv eine halbe Stunde vielleicht. Und dafür bin ich schon viel häufiger hochgekommen und auch viel häufiger weiter runter, als jetzt beim ersten Stream. Und das, obwohl schon so eine ewige Pause drin war. Das beschreibt das ganze Spiel. Was beschreibt das ganze Spiel? Der Titel oder was? Der Stream-Titel. Ja, der beschreibt das ganze Spiel, definitiv. Ich meine, gerade diese Sprünge hier zum Beispiel, die hatte ich. Ich sollte einfach meine Klappe halten, wenn ich gerade anfangen will. Oh, guck mal, das läuft doch jetzt richtig. Dann läuft es in genau dem Moment nimmer. Ich sollte einfach. Ach, was hat er denn nochmal gesagt? Irgendwas von wegen, wie schön es war, als er da oben auf die Felder gegangen ist oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber ich bin dumm. Ach, komm schon. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, da wieder hochzukommen. Über diese Käfige zu diesem Ding, wo wir den Stream gestartet haben, von wo aus ich Minus-Screens gemacht habe. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, da wieder hinzukommen. Und danke, Clips, dass du mir hier jetzt den Screen verdeckst. Aber ist okay, ist okay. Weil ihr müsst wissen, ich spiele gerade auch über OBS. Ich habe das Fenster seitlich offen, aber ich spiele über OBS, weil ich da einen größer habe. Stell dir vor, Jump King wäre so Dragon Escape. Was für Dragon Escape? Sagt mir gar nichts. Ehrlich gesagt. Worum geht's bei Dragon Escape? Ich vermute mal irgendwie vor einem Drachen zu fliehen oder so, aber keine Ahnung. Ja, und wenn er wieder besser wäre oder so, da wieder hochgehen würde. Ach so, okay. Ich verstehe. Ja. Ja, das ist und am Ende macht er immer und macht sich lustig über einen. Aber wer baut auch so einen Mist? Kann man da nicht einfach eine Leiter hinbauen? Das würde einfach so viel, einfach alles so viel einfacher machen. Vor allem, da kommt ja noch quasi so ein, ich nenne es mal Dorf, etwas weiter oben, als wir vorher angefangen haben. Also da leben tatsächlich auch Leute weiter oben. Und ganz ehrlich, Leute, die leben ziemlich gefährlich da oben. Die können hier jederzeit einfach runterpurzeln. Was ist denn das für ein Leben? Ja, ich konzentriere mich. Ich kondensiere mich. Hierhin. Ein Schritt noch. Dahin. Nein! Ich will Fortschritt sehen. Also wenn, dann siehst du Fortschritt mit F. Und auch das wird ein bisschen schwierig werden. Aber ja. Ich meine, wir sind wieder hier in diesem Caverns, oder wie das hieß. Dragon Escape ist ein Modi bei vielen Spielen. Man muss ein Jump'n'Run schaffen, während du von einem Sturm verfolgt wirst. Das macht halt sehr viel Druck. Ah, okay. Okay. Das ist interessant. Da habe ich echt noch nie von gehört. Ich meine, ich mag Jump'n'Runs,
Aber nicht unter Druck. Nicht unter Druck. Das geht nicht. Nee. Nee, nee, nee. Das gibt's doch nicht. Aber danke für die Erklärung. Und wo kommt da jetzt der Drache her? Ist nur mal so als Frage. Perfekt. Ba-ba-dam, ba-da-dam. Autsch. Ba-ba-da-da-dam. Autsch. So, jetzt komm. Neue Challenge, Jump King, aber wenn ich den Kartoffelknum sehe, beende ich den Stream. Oh shit. Oh shit. Die Frage ist, für wie lang? Oh Mann. Ja gut, das ist natürlich ungünstig. Boah, jetzt machst du mir aber Druck, ey. Nicht cool. Nicht cool. Gar nicht cool. Darf es nicht heißen, wie es will, du wirbeliger Wirbel. Ja, gut. Aber ich frage mich halt trotzdem, wieso man dem dann den Namen gegeben hat, wenn da kein Drache drin vorkommt. Ich meine, ne? Das macht ja dann irgendwie keinen Sinn. Sobald du bei ihm im Screen bist. Oh, shit. Okay, das heißt im Zweifelsfall, wenn ich bei den Screens drüber bin, kann ich zur Not einfach stehen bleiben, ein bisschen mit euch quatschen und beendest den Stream nicht. Nee, ja, mal schauen. Ich hoffe, dass wir ihn nicht nochmal sehen, aber ich kann nichts versprechen. Machen wir es halt so. Jetzt Konzentration. Leute. Ey. Ups. Nein. Wir waren so nah dran. Wir waren so nah dran. Na! Jetzt aber nicht wieder hier runterputzen. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Nein, nicht wieder runterputzen. Alles ist gut. Wir sind noch bei den Caverns. Ha-da-da-da-da. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei diesen grünlichen Pflastersteinen oder was das ist. Unten links steht manchmal das Gebiet. Ja, ich weiß, aber ich... beim ersten Mal, wo man das Gebiet betritt, steht's in groß. Und danach steht's irgendwo eine... Ah, Colossal Twain. Das meine ich. Denk an die Challenge. Ja, ja. Das ist... Bin ich jetzt Challenge-YouTuber oder wie? Was ist nur aus mir geworden? Was ist nur aus mir geworden? Din, ba-da-dam, bam. Ei. Oh Mann. Oh Mann. Wisst ihr... Ich verzichte gerade auch gezielt darauf zu sagen, oh, ich komme hier ja so gut wieder hoch, weil sonst passiert das, was jetzt gleich passieren wird, weil ich sowas gesagt habe. Du wirst immer besser. Ja, man muss da bedenken, ich habe das ja auch schon mal gespielt, deswegen, ich musste nur halt wieder ein bisschen mich warm spielen. Aber beim ersten Mal habe ich hier viel mehr versagt.
Beim ersten Mal habe ich hier viel mehr versagt, wer den Stream damals dabei war, der weiß, was ich meine. Wenn die Challenge wahr wird, gehe ich und komme nie wieder. Uff. Okay, dann drücke ich vorher auf Stream Aus-Taste und dann seht ihr den Screen einfach nicht. Okay? Gut, danke. Nein! Ach, hier ist... Das gibt's doch nicht. Wir jumpen da wieder hoch, alles gut. Alles gut. Wir jumpen da wieder hoch. So. Wenn die Challenge gemacht wird, dann passiert das Gedrohte. Ach so, hä? Ich check's nicht, was du mir damit sagen willst. Aber, ja, Nein! Mist. Try, ja, ich try es die ganze Zeit, Musik, ich try es die ganze Zeit, da hochzukommen. Wenn du die Chance akzeptierst, meine ich. Nee, das ist, hatte ich jetzt nicht vor. Ehrlich gesagt, hatte ich jetzt nicht vor. Das ist, nee. Weil ich weiß genau, dass ich das nicht schaffen werde. Dann brauche ich es auch gar nicht erst akzeptieren. Das wäre verlässi. Okay. Ach, das war das Perfect-Lied. Ach so. Okay. Ich verstehe. Autsch. Das meine ich damit. Ich weiß genau, dass ich es nicht schaffen werde, weil früher oder später Dummheiten kommen werden. Eieieiei. Ist nicht der Kartoffelnasengnom. Aber ich habe die Challenge ja eh nicht akzeptiert. Es hat niemand gesehen. Es hat niemand gesehen. Es hat niemand gesehen. Ihr habt's aber auch gecallt. Ach je. Ach komm schon. So, jetzt aber hier wieder flott hoch. Flott hoch. Miep. Den selben Sprung nochmal. Okay. Ich habe meinen Clips echt passende Namen gegeben. Freue mich schon auf die Reaction. Ich bin auch schon gespannt drauf. Ich glaube echt, dass da einiges zusammenkommen wird. Ich bin sehr gespannt.
Fast wieder unten gelandet. Ey, er hält sich zum Glück mal wieder mit seinen Zähnen. Wie auch immer der die durch den Helm durchbekommt. Bam, 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 da, 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 dam, 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 boing, 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 und boing, boing, boing. Ach je. Okay, werden wir wieder ganz ernst. Richtig ernste Joggersprünge. Ja. Wenn du ganz oben bist, landest du im Schattenreich. Ach, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Puh, Schattenreich. Und selbst wenn, da gibt's auch Licht, das hatten wir schon mal. Weil wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Es ist, wenn der Schatten keine Schatten, sondern einfach nur Dunkelheit. Ein Schatten zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Kontur hat. Eine Kontur kann er nur haben, wenn es auch Licht gibt. So einfach ist das. Ein verdammtes Schattenreich, du Leugner. Ah ja. Okay. Wo finde ich das auf der Landkarte? Oh, endlich wieder hier. Endlich wieder hier. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Und das spät nach 4. Bam. Bam. Es kommt wahrscheinlich gleich so ein Screenshot von wegen Standort geteilt, hier, Schattenreich, bla. Bam, bam, da, dam, bam, dam. Knapp. Nein, nein, bam. Warum muss das auch immer so klipschig sein? Du kannst in das Schattenreich nur verbannt werden. Du bist in einer anderen Dimension. Na dann, wenn es weiter nichts ist. Wenn es weiter nichts ist. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich habe Yu-Gi-Oh! Früher selber geschaut. Damals auf RTL 2. Aber nur das Yu-Gi-Oh!, wo Yu-Gi-Oh! Noch dabei war. Diesen ganzen anderen Schwachsinn, der danach so kam, den habe ich ausgelassen. Der war mir zu... Aber das, wo Yu-Gi noch mit bei war, das fand ich cool. Immerhin, wir sind wieder beim Baum. Beim Bäumchen. Und laut meiner Anzeige habe ich anscheinend wirklich nur noch einen Zuschauer. Hat da jemand seine Drohung wahrgemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht spinnt auch die Anzeige. Aber mir war gleich klar, dass ich das nicht schaffen werde. Nicht mehr zum Kartoffelnasengnom zu kommen. Weil es passiert nun mal leider recht schnell. Oh, schon wieder ein Clip. Eieiei. Ja, ich muss nachher unbedingt eine Reaction ranhängen. Definitiv so als Absacker. Und was war das? Wie dämlich bin ich eigentlich? Als Absacker. Und dann flutscht er runter. Ja. Ja, es ist gut. Ich habe verstanden. Mann! Das gibt's doch nicht. Bis jetzt 3 Clips von mir, okay.
Okay. Badadam, badadam. Badadam. Moment. Ich bin jetzt mal Konzentration. Ich bin die Konzentration in Person. Gewesen. Ich meine, das kannst du ja als Stream nicht bringen, die ganze Zeit einfach still sein. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Oh, die Musik. Sie wird dramatisch. Heißt das, dass ich gleich wieder runterhage? Ja. Aber egal, wir kommen da auch wieder hoch. Hoch hinaus. Autschi. Autschi. Okay. Rote Blätterchen. Finde ich gut. Machen mir Mut. Die gehen voll ins Blut. Das brennt dann wie Sud. Was? Yeah. Das war schon mal der Jubel im Voraus, dass wir jetzt wieder hier sind. Ach, die Strafe folgt auf den Fuß. So, da sind wir doch schon wieder. Bin kurz weg, 20 Minuten. Okay, bis gleich. Und dann werde ich wahrscheinlich immer noch hier festsitzen, wie ich mich kenne. Kurz einen Schluck trinken. So. Wie kann man so viel Pech bei einem einzelnen Sprung haben? Wie? Wie geht das? Nicht wie geht das, sondern wie geht das? Erklärt es mir. Ich verstehe es nicht. Es ist unglaublich. Bam, badam, badam, bam. Autschi. Uiuiuiui. Da da ba ba bam. Ach, das geht. Stimmt ja, das ging ja. Das ist natürlich praktisch. Richtig praktisch. Dann kann man den hier machen und dann den hier und dann ist es chillig wieder oben. Ja, krass. Das habe ich mir immer so schwer gemacht.
Moment mal, kann man da auch... Nö. Egal. Zack. Und die klappen auf jeden Fall. Höhö. Dann machen wir halt den hier und dann den hier und dann den hier. So. Oh Mann, oh Mann. Badadadam. Ich will doch nur hinauf zum Hot Smoking Babe. Oder wie das war. Nee, Smoking Hot Babe. Okay. Ich vergesse immer wieder. Aber ich glaube immer noch nicht dran. Ich glaube, das ist ein Prank. Ich glaube, das ist ein Troll und ein Prank und überhaupt. Ach komm schon. Ich habe die Sprüche doch sonst immer vorher da reingeschafft. Warum jetzt denn nicht mehr? Na also. Jetzt lande ich wieder hier. Ach komm. Das ist doch witzlos. Das ist doch witzlos. Tadam, badam. Du-du-du-dum-bum. So, jetzt die Sprünge, komm. Die sind nicht so schwer. Die sind eigentlich nicht so schwer. What the fuck? Komm schon. Also. Ey, wieso schaffe ich diese dämlichen Sprünge da oben nicht mehr? Wieso? Warum? Und irgendwann werde ich hier noch runterknallen, ich sag's dir. Ich sag's euch. Irgendwann werde ich da noch vollkommen runterknallen. Geht doch. So. Ey. Oh, nö. Sag mal, du Froschkönig hier. Ne? Froschkönig. Magst du einfach mal wieder hier ganz entspannt hochjumpen, wie du es vorher auch schon ein paar Mal getan hast. Froschkönig denkt sich nein. Danke. Ach komm. Oh, gibt's doch nicht.
Konzentration in Person. Ach Mann. Ich glaube, die 1000, die kriegt man heute noch voll. Also die 1000 mal fallen. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ich glaube nicht, dass ich jetzt kein Mal runterfallen werde. Und damit sind sie voll. Och nö. Bam, 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 badam, bam. Oh, endlich bin ich wieder hier. Aber leider nicht für lange Zeit. Schon die Sprünge. Ich habe sie doch gerade auch geschafft. Komm schon. Mann. Kann man das überhaupt mit einem Controller spielen? Also, ja gut, klar, kann man so nur mit Keypad auch. Das wäre vielleicht sonst echt eine interessante Idee, das mal auszuprobieren. Aber es wäre auf jeden Fall wahrscheinlich angenehmer vom Sitzen her, als jetzt hier mit der Tastatur, wie ich hier gerade dran sitze. Aber ja, das probiere ich dann vielleicht mal fürs nächste Mal aus. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt so ohne weiteres konfiguriert bekomme. Höchstens ein Xbox 360, das könnte ich mal ausprobieren. Ich glaube, das probiere ich sogar mal aus. Das probiere ich mal aus. Ja, keine Musik mehr. Geil. Versehentlich die Stöpsel gezogen. So. Was ausmacht.
dazu. Mal kurz was checken. Ganz kurz was checken. Nee. Ach, der ist... Oh, okay. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Ich will kurz was ausprobieren. Dann geht es gleich weiter. Die Technik will da gerade nicht so, wie ich gerne will. Ah, okay. Es geht. Oh. Ich glaube, das kann jetzt so viel angenehmer werden. Was springt das hier? Okay. Oh ja. Ich fühle es. Auf den Controller umgestiegen. Oh ja, viel angenehmer. Klar, das macht meinen Skill nicht besser, aber viel angenehmer. Mensch, drückt mir nicht so das Blut in den Armen weg. Weil ich nicht mehr auf der Tischkante aufliege. Mit meinen Armen. Verdammt. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen, den Screen. Nee. Jetzt bin ich aber zu weit gegangen. Ja, kriegt man schon hin. So, hier muss ich stehen. Oh, hi Zocki. Na, alles klar bei dir? Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich mir bei dem Lennyface schon gedacht, dass hier jemand vorbeikommt, den ich kenne. Nicht, dass es du bist, aber irgendjemand Bekanntes. Das habe ich mir bei dem Lennyface irgendwie schon gedacht. Autsch. Ach, steht das noch bei YouTube drin oder was? Es passiert nicht nur dir, keine Sorge. Ja, verdammt. Aber, naja, Aber ich sag mal so, der Unterschied zwischen Super Mario Maker 2 und Jump King ist jetzt nicht so groß wie zwischen einem Splatoon und einem, was war's, Mario Maker 2 oder so, zwischen Shooter und irgendwas, keine Ahnung. Immerhin, das hier sind beides Jump'n'Runs, Jumpo. Das Spiel sieht heavy aus, wie kriege ich den Boss... Ja, Lenny Gang. Ah, okay. Ja, das Spiel ist heavy. Und was für ein Boss? Ach, den Boss da unten, oder wie? Ach so. Ja, das ist, ich war zu faul, ein neues Streaming-Layout mal zu machen und habe festgestellt, dass ich das für mich als kleiner Streamer relativ vergessen kann mit dem Boss. Die Sache ist, bei mir zählt der Boss halt nur die HP runter für neue Abos, was ich ein bisschen schade finde, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass der das auch bei Kommentaren macht. Er würde es wohl auch machen, wenn eine Spende reinkommt und so, was ich dann schon wieder dämlich fände, weil da will ich es eigentlich nicht haben.
dass das so dämlich die Leute zum Spenden animiert, aber bei neuen Subs und so, da zählt er runter. Deswegen ist er bei mir als kleiner Kanal eigentlich relativ useless. Ist eigentlich so ein Fun-Feature, so gedacht, aber funktioniert leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Müsste mir noch was anderes einfallen lassen, was da ins Layout gut reinpasst. Und ja, das Spiel ist heavy. Also ich bin jetzt auch schon mehrfach wieder ganz am Anfang runtergepurzelt. Und ich habe jetzt in diesem Stream tatsächlich schon Minus-Screens gemacht. Also ich habe weiter oben gestartet, als ich jetzt bin. Das ist halt dezent ärgerlich, aber ja, gehört dazu. Autsch. Autsch. Ja, und ich bin, du hast mich gerade erwischt, wie ich frisch auf Controller umgestiegen bin. Da hast du mich gerade erwischt. Weil es angenehmer ist, als jetzt hier so vor der Tastatur zu hocken und dir dann das Blut in den Armen abdrücken zu lassen. Das ist, ja. Ne? Aber ich hoffe mal, dass mir... Erinnert mich irgendwie an dieses Game mit dem Typen mit dem Hammer. Ja, das... Ich weiß, was du meinst. Getting over it. Es ist halt im Prinzip auch dasselbe Prinzip. Aber halt hier ein bisschen fairer gefühlt als jetzt mit diesem dämlichen Hammer. Aber trotzdem noch schwer genug. Nein. Oh Gott. Trotzdem noch schwer genug. So. Und manchmal muss man auch hier den hier machen, sich von der Wand abprallen lassen. Oh. Oh. Oh yeah. Doing. Sehr schön. Da tropft's ein bisschen. Hat der Innenarchitekt ein bisschen geschlampt, ne? Oh nee, nicht die Stelle wieder. Ich mag die Stelle nicht. Mann. Aber okay. Ganz ruhig wollte ich sagen. Nee. Und hi Matze übrigens. War da gerade irgendwie so ins Gespräch vertieft. Sorry, es war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Ich hoffe, du verzeihst mir. Da-da-dam. Immerhin, wenn man so ein bisschen die Tricks kennt, wo man voll aufgeladene Sprünge machen kann, dann geht's einigermaßen. Weil die voll aufgeladenen Sprünge, so wie hier und hier, die kann man natürlich nicht verkacken. Das ist natürlich recht angenehm. Ba-da-dam, ba-da-dam. Ups. Da-da-da-dam. Das ist halt das Fiese, weil man muss das halt echt abschätzen können. Ja, da bin ich beruhigt, wirklich. Also, es ist mir gerade so aufgefallen und ich dachte mir auch so, wie dämlich bin ich eigentlich, aber ja. Ja. Es sind auch wohl schon ein paar Clips entstanden während diesem Stream, wo ich am Ende dann auch drauf reacten werde, sozusagen, wenn man so will. Da bin ich mal schon gespannt, was da so geklippt wurde. Ja. Aber das Spiel, das bietet sich auch förmlich dafür an, dass da Sachen geklippt werden, muss man ja auch mal so sagen. Kann ich da bitte runter? Kann man den Sprung auch abbrechen? Nee, wenn du einmal angefangen hast aufzuladen, kannst du ihn nicht mehr abbrechen. Weil sobald du einmal voll aufgeladen hast, also ich kann jetzt mal anfangen zu drücken. Und ich drücke, habe immer noch gedrückt. Ich habe nicht aufgehört zu drücken. Sobald du das Maximum erreicht hast, springt er los, ob du willst oder nicht. Willkommen zurück. Deswegen, also du musst vorher wissen, wo du hinspringen willst und dann richtig einschätzen können, wie lange du gedrückt halten musst, sonst bist du am Arsch. Das ist halt... Upsi. Das ist halt schon ein bisschen fies. Vor allem, wenn man so ein bisschen ein Timing-Noob ist, so wie ich, dann, ja, beißt man sich da die Zähne dran aus. Und das ist nicht gesund, das kann ich dir sagen. Da-da-da-da. Nein! Och, das gibt's doch nicht.
Und der olle Froschkönig hier, beziehungsweise Jump King, der hat sich auch schon manches Mal die Zähne ausgebissen, wenn man so will. Der hält sich manchmal nur so mit seinem Kopf noch so dran am Runterfallen. Aber, ja. Matze ist nun auch ein Weebler. Matze, vielen Dank, das freut mich sehr. Und ja, die Alerts sind gerade irgendwie kaputt, da muss ich mal eine ruhige Minute nachgucken, warum die nicht mehr angezeigt werden. Aber man bekommt es ja so auch mit. Und es steht unten rechts in den Events drin. Aber eigentlich sollte da auch so eine Einblendung kommen. Nur irgendwie, die will gerade nicht. Ich muss da auch gefühlt sowieso mein halbes Streaming-Layout gerade, korrigieren. Wirbler mit II. So wie es unten rechts steht. Aber du kennst ja die Macht der Vorleserstimme. Oh, die kennst du ja nur zu gut, Zocki. Ich sag nur Wirbelsturm. Ne? Wirbelsturm. Da war ja mal was. Oh nein. Das war zu hoch. Autsch. Aber ich finde das so mit euch im Chat hier ganz angenehm, wo man sich so ein bisschen drüber unterhält, über dies und jenes und dann so die chillige Musik im Hintergrund. So macht das Spiel eigentlich recht Laune. Aber ist wirklich als Spiel so alleine im stillen Kämmerlein, nee, das könnte ich nicht, das könnte ich nicht. Also bei mir hat sie immer zuverlässig Deutsch geredet. Du hast die von Typee wahrscheinlich, oder? Von Typee Stream. Die habe ich nämlich auch. Keine Ahnung, warum die bei dir immer umswitcht. Bei mir macht sie das nicht. Aber gut, ich habe auch keine Donations aktiv. Insofern. Schlecht auf gleich, ne? Kann natürlich sein. Oh, hast du da mal drauf geachtet, ob die bei bestimmten Events auf Englisch ist und bei anderen auf Deutsch? Nicht, dass man da vielleicht irgendwas falsch eingestellt hat oder sich irgendwas verstellt hat. Könnte natürlich auch sein, dass bei irgendeinem Event irgendwas verstellt ist. Ich weiß nicht mehr, wie man das eingestellt hat, weil es so eine Weile her ist, aber Ach so, das kann natürlich auch sein, ja. Das kann natürlich sein. Autsch. Aber die YouTube-Donations werden von dir dann auch von Typee-Stream abgefangen, oder wie? Oder von der Stimme, oder? Ich kenne mich da nicht aus. Weil bei den Typee-Spenden, da nimmt sich ja Typee immer so ein Teil von weg, aber die YouTube-Spenden, die werden ja auch vorgelesen bei dir. Kriegt die Typee dann über die API mit? Oder ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall interessant, aber das kann gut sein, das kann echt gut sein. Ach, komm schon. Nein! Autsch. Hey, ich stand auf dem Clipschild. Autsch. Ach je. Ruins of the World. Ja, so fühle ich mich gerade. Ich meine, das ist ja keine Welt hier, wo du drin rumhopst. Das sind ja nur noch Trümmerstücke. Das sind ja nur noch Ruinen. Nur noch Ruinen. Der Alert kommt da auch mit ein. Aber zieht YouTube was ab und nicht Typee. Okay. Okay. Ich verstehe. Autsch. Das heißt, Typee zieht sich halt den Alert wahrscheinlich über die API, damit es den anzeigen kann. Aber hat an sich mit dem Geldlichen natürlich nichts zu tun. Aber, autsch. Aber YouTube zwackt sich halt seinen Teil ab, beziehungsweise Google. Okay, ich verstehe.
Ja, dann ist trotzdem irgendwie komisch, dass die teils Deutsch, teils Englisch redet bei dir. Keine Ahnung. Aber es ist ja auch irgendwie witzig, wenn man vorher nicht weiß, hat sie jetzt Deutsch oder Englisch in TUS. Die wechselt da immer wieder mal, wie sie gerade Lust hat. Na also, es geht doch. Und wieder hoch. Oh, ich bin wieder hier. Oh, ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Yay. Erstmal an den Blumen riechen. Schön. Es war ein kurzes Vergnügen. Oh Mann. Komm schon. Ich hab's doch gerade schon mal geschafft. So ist mir lieber. Aus Absicht runterfallen lassen, weil die Sprünge hier so einfach sind. Weil ich sie nur voll aufladen muss. Ach komm schon. Ja, es ist. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich Spenden aktivieren soll, aber irgendwie. Nee. Das, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin so klein, da lohnt sich das nicht wirklich und wirkt auch eher unsympathisch, finde ich. Deswegen. Lass ich's mir. Lass ich lieber weg. Braucht keiner. Aber schon für die anderen Features, die man hier schon so in den Stream mit einbauen kann, lohnt sich Typi einfach. Muss man ja schon so sagen. Bam, dam. Gerade so Sachen wie die Uhrzeit zum Beispiel da unten, die kommt von Typi. Gut, der Chat, der kommt von Restream.io, weil ich ja parallel auf YouTube und Twitch streame. Das Now Playing, das kommt von VLC. Also zumindest halt die Datei, die gerade abspielt. Die Dateien selber, die kommen wiederum von der YouTube-Bibliothek. Also ganz Multikulti hier, wie der Stream hier aufgebaut ist. Ganz Multikulti. Och nö. Wenn der wüsste, der olle Kartoffelnasengnom hier, der sich immer über einen lustig macht, wenn man wieder gefailt hat. Ja, das, also hier sind wir übrigens wieder beim Start vom Spiel gelandet. Da hat man begonnen, da nahm das Übel seinen Lauf und wir klettern immer weiter rauf. Weil runterfallen, das ist ein Kraus. Das hat sie nicht mehr richtig gereimt, ich weiß. Dann, bam. Und voll aufladen. So, und Mist. Einen Schritt zu weit gehen. Bin mal wieder zu weit gegangen. Bam, badadam. Und voll aufladen. So. Und voll aufladen. Das war nicht voll aufgeladen, deswegen hat's gefailt. Ich depp. Ja, aber das ist wirklich ein chilliges Streamspiel. Aber das Spiel selber, man glaubt es kaum, das bietet nämlich keine Musik. Es gibt keine Musik außer im Menü. Deswegen habe ich hier diese YouTube-Musik mit reingebaut. Weil sonst wäre hier ja echt, nee, das kannst du ja sonst keinem anbieten, ne? Witzig ist auch,
Ach, das sieht man jetzt gar nicht. Das müsste man im Hauptmenü sehen. Da steht drin von wegen, ja, hier OBS-Problem und bla. Und wir empfehlen das, mit den und den Einstellungen über OBS einzunehmen, aufzunehmen. Von wegen Fenstermodus und bla. Das steht im Spiel drin, wie man es mit OBS capturen soll. Finde ich schon irgendwie witzig. Da badam bam boing. So. Och nö. Voll an die Kante. Voll mit dem Kopf an die Kante. Das muss doch wehgetan haben. Trotz Helm. Och Mann. Meint ihr, ich schaff's mal wieder nach da oben? Alles klar, viel Erfolg und vielen Dank. Na also, es geht doch. Oh Mann. Dieser Sprung hier ist halt so fies. Ich kann den so schlecht einschätzen und wenn man den verkackt, dann landet man halt wieder unten. Aber der hier geht wieder. Und den hier kann ich auch schlecht einschätzen. Das ist halt gleich so die Zweier-Kombi des Grauens. Hier oben. Wenn man dann nämlich den ersten wieder machen darf. Die Zweier-Kombi des Grauens. Das ist doch nicht schlecht. Autsch. Das wäre ein guter Folgentitel für irgendein Video, aber... Autsch. Ich weiß genau, warum ich das hier als Stream mache. Ach je. Weil als... Nee, das ist... wenn man das als Videos bringen würde, müsste man viel schnippeln. Und da bräuchte man auch viel Geduld erstmal in der Aufnahme. Das ist... Nee. Definitiv nein. Das ist ein ganz klassisches Stream-Spiel, würde ich mal sagen. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ich werde jetzt wieder länger weg sein. Ciao. Ich werde aber wahrscheinlich nicht mehr allzu lange streamen, denke ich. Weil ich nachher auch noch das ein oder andere vorhabe. Aber auf jeden Fall mal ciao. Und falls wir uns nicht nochmal sehen sollten, einen schönen Abend noch. Und danke für die Clips. Ich werde sie mir nachher auf jeden Fall noch anschauen. Es sei denn, du sagst, nee, wart lieber, dann hängst lieber beim nächsten Stream irgendwo dran oder machst als Videoform, weil du die Reaction sehen willst. Das können wir dann auch noch machen. Mir egal. Och, komm schon. Ba-da-da-dam. Ich will eigentlich schon einmal da hoch. Konzentration. Wo geht's noch hin? Nee, nirgends mehr hin, aber hier bei mir in der Wohnung. Zum Beispiel hier Abwasch und so, ne? Halt, ich will die Reaction sehen. Ich lasse den Stream einfach an und erledige meine Arbeit. Okay. Wenn du willst, kann ich auch jetzt Reaction. Du müsstest mehr spielen und weniger reden. Heißt dazu, ja, das stimmt wohl, aber das würde im Stream nicht gut kommen. Ah, freut mich, dass du reingeschaltet hast. Freut mich wirklich sehr. Freut mich wirklich sehr. Sehr. Und da hält er sich wieder grazil, wie er ist, mit seinem Kopf vorm Abfallen, vom weiteren Runterfallen ab. Kneift wieder die Zähne zusammen. Ja. Okay. Das haben wir jetzt schon mal ein paar Mal gemacht. Also wir müssten hier ja irgendwie wieder gut hochkommen. Das sage ich jedes Mal. Und jedes Mal wird es nichts. Autsch. Ba-ba-da-ba-dam. Komm schon, jetzt. Ja. Nein. Mann. Nein. Uff.
Ach, komm schon. Der olle Froschkönig hier. Das jumpt doch da einfach wieder so nuff, wie ich es gerne hätte. Da ist die Steuerung an sich so simpel, aber das Einschätzen so schwer. Und wenn man purzelt, purzelt man sehr. Und wieder schön mit dem Gesicht abgefangen. Eieiei. Aber er hat ja sein Ziel vor Augen. Der olle Jumper hier. Er hat ja sein Ziel vor Augen, weswegen er hoch will. Weswegen er all die Schmerzen auf sich nimmt, hier wieder runterzufallen. Steht oben rechts unterm Spieltitel. Das ist seine Motivation. Ich glaube immer noch, dass es fake ist. Ich glaube immer noch, dass da kein, wie hieß es nochmal, Smoking Hot Babe on the Top ist. Aber ich weiß es nicht. Och. Stimmt ja, hier voll aufladen. Komm. Na also, es geht doch. Mann, ich kann doch jetzt hier nicht mit Minus-Screens aus dem Stream gehen. Das geht doch nicht. Das ist schon ärgerlich, wie man hier immer wieder runterfällt. Oh, na. Ich kann diese kleinen Sprünge da einfach nicht einschätzen. Nee. Da bin ich einfach zu doof für. Jetzt hier die hier eher, aber die kleinen da, nee. Es gibt einfach so Stellen in dem Spiel, wo ich die Sprünge einfach nicht einschätzen kann. Und das sind dann leider gerade auch die Sprünge, die so saugefährlich sind, dass man wieder ewig runterpurzelt. Das ist schon ärgerlich. Das ist schon ärgerlich. Ach komm. Mann, jetzt komm, geht da rüber. Boing und boing. Okay, das war dumm. Das war definitiv sehr dumm. Oh, wenigstens wird man hier aufgefangen. Na, jetzt geht aber auch alles schief. Egal, wir kommen da wieder hoch. Zack, den hier, dann den hier. Und jetzt sind wir doch gleich schon wieder da. So. Da sind wir doch schon wieder. Geht doch. Oh, wenn ich mir überlege, wie allein die Screens da drunter für mich beim ersten Mal schon, beim ersten Stream schon eine Herausforderung waren. Aber trotzdem, ich würde halt gern wieder dahin kommen, wo ich angefangen habe, diesen Stream. Das ist halt auch das Fiese an dieser Art Spiel. Die speichern halt wirklich alles instant, ob du willst oder nicht. Du kannst nicht sagen, ich lasse mir jetzt oben meinen Speicherpunkt und lade den dann halt wieder, wenn ich runterfall. Nee, nee. Du musst das alles schön neu jumpen. Glaube ich zumindest. Bei Getting Over ist es zumindest so. Bei Getting Over It. Hier habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Kann ich theoretisch machen, falls ich nachher den Ort, wo ich angefangen habe, nicht erreicht haben sollte. Kann ich das theoretisch mal ausprobieren, weil verlieren kann ich eh nicht viel. Das hier ist hier der zweite Screen, wo wir sind. Also, da kann ich nicht viel Fortschritt verlieren. Nicht wirklich. Das ist aber auch fies gebaut.
Och komm. Boing. Ich finde es witzig, das sieht, wenn er seinen Sprung auflädt, immer so ein bisschen aus wie so ein Zyklop, finde ich. Nur so ein Auge. Nee. Oder geht es jetzt nur mir so? Dabadam. Oh komm. Das ist doch ein Drück-Kurz-Ding. Diese Konzentration, damit ich vielleicht wieder hochkomme. Ja, das war dumm. Komm, wenigstens da, wo ich gestartet habe. Wenigstens das will ich noch schaffen. Tudum. Danke. Och, ich muss sagen, ich mag die Musik, die ich mir von YouTube dafür hergezogen habe. Die ist richtig schön chillig. Die kann man einfach so dazu nehmen, dazu hören. Das passt richtig gut. Was war das denn für ein Sprung? Also so viel Glück, gerade die Lücken zu treffen, muss man auch erstmal haben. Auch dieser Screen hier. Ey, ich hasse diesen Screen. Die anderen sind ja alle kein Ding, aber der hier, der killt mich. Dieser Screen, der killt mich einfach. Ja, man muss den kurz aufladen, aber irgendwie teils springst du dann dagegen, teils springst du dann zu weit. Ich check diese kleinen Sprünge da oben nicht bei den Zipfeln. Ich weiß nicht, wie die funktionieren sollen. Ich verstehe es nicht. Und wieder hält er sich grazil mit seinem Kopf vorm Runterfallen. Oh Mann, ey. Das hier ist ja alles kein Thema mehr inzwischen. Das ist ja easy going. Aber ach, diese kleinen scheiß Minisprünge da. Ja, also, es geht doch, danke. Zu früh gefreut. Komm schon. Moment, da muss es doch ein sinnvolles Muster geben, wie man die gut schafft. Von wegen, wo stehen und wie lange laden. Muss es doch eigentlich, ne? Das muss ich rausfinden. Also ich stehe jetzt so, sagen wir mal, ich stelle mich mal mittig und dann mache ich einfach einen kurzen Sprung. Dann komme ich nicht drauf. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter rechts stehen. Aber ich bin mir da nicht sicher. Und wieder hält er sich gerade hier mit seinem Kopf. Ja. Ich bin mir da nicht sicher. Fakt ist, ich muss genauso wie hier einfach einen kurzen... Ja, danke. Vorführeffekt. Och nö. Hallo Kartoffelnasentroll. Oder Gnom. Cry maybe? Nee. Ja, mach dich über mich lustig. Ist okay. Ich bin's nicht anders gewohnt von dir. Oh Mann, ey. Ja, als ob ich jetzt hier... Hallo? Es geht doch. Meine Güte. Gerade durch die Lücke gefallen. Gerade wieder durch die Lücke gefallen. Das ist so typisch. Aber wenigstens komme ich hier inzwischen wieder gut hoch. Muss man ja schon mal so sagen.
Wer den ersten Stream gesehen hat, der weiß, das war nicht immer so. Da hatte Wirbel schon mal hier Verzweiflung gehabt bei diesen Screens hier unten. Jetzt verzweifelt der Screen, der Wirbel halt ein paar Screens weiter oben, hier, bei diesem hier. Und alles, was drüber ist. So, jetzt komm. Ich stelle mich mal ein bisschen weiter nach rechts. Ah, okay. Ah, okay. Ah, nicht okay. Aber ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe langsam, wie die Dinger gehen sollen. Aber den Sprung zu den Dingern, den hasse ich auch. Den hier. So, jetzt bisschen laden. Bisschen laden. Und flupp. Na also, es geht doch. Und war ein kurzes Vergnügen. Mal wieder. Weil das der nächste Sprung ist, den ich schlecht einschätzen kann. Also jetzt, zack, zu lang geladen. Oh Mann. Ey, nee, ich probiere das jetzt aus. Ich schließe mal das Spiel mit der Maus und starte es gleich neu. Und jetzt schauen wir mal, ob es Errungenschaft freigeschaltet. Was zum... schauen wir mal gleich, ob es mir den Fortschritt genommen hat, was ich befürchte. Aber ja, wo haben wir es denn? Jump King. Update in Warteschlange. Nee. Ich will es einfach starten. Eigentlich. Und wie kommst du überhaupt jetzt auf ein Update, wo ich es gerade eben schon gespielt habe? Ach ja, meine Güte. Dann update halt, du dämliches Steam. You have... was? Be happy you have a helmet, in Klammern 1000 Fails. Ja, geil, danke für die Errungenschaft. 9,8% der Spieler haben sie. Wahrscheinlich haben die meisten vorher aufgegeben. Würde ich mal vermuten. Chub King wird gestartet. Komm schon. Jump King, bitte. Press A. So, jetzt schauen wir mal. Muss ich hier jetzt wieder das Fenster reparieren? Ja, er hat... er speichert alles. Dieses Speichern und Beenden ist fake. Er speichert live alles. So, damit ihr das Bild auch wieder seht. Keine Chance, das zu verhindern. Es speichert live alles. Ja gut, dann würde ich aber schauen, dass ich jetzt noch auf die Clips reagiere und dann wird es mit dem Stream sein lassen. Ich muss mir dafür nur jetzt eben erstmal eine Szene einrichten. Kleinen Moment. Wir haben das gleich. Machen wir das vielleicht mal so, dass wir hier den hier ausmachen und dann machen wir hier mal das hier auf und gehen in twitch.tv/Wirbelsturm. Und da müsste ich das, glaube ich, bei Clips sehen. Ja. Das sind ein paar Clips. Ja. So, den hier mal aus. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich das in das Layout einbinde. Ich hab's gleich. Fensteraufnahme.
Okay. Damit ihr nicht alles seht. Wieso? Wieso sieht man da nichts? Ja gut, dann nehmen wir keine Fensteraufnahme. Ärgerlich. Aber na gut. Dann machen wir Folgendes. Ja, ich hab's gleich. So, machen wir es einfach mal so. Ich soll's euch noch ein bisschen größer ziehen, ne? Und eigentlich könnte ich es auch kurz zuschneiden noch. Hatten die anderen auch Clips? Wie die anderen? Die anderen Streams oder wie meinst du? Die anderen Streams, vereinzelt gab es auch schon Clips in anderen Streams, ja. Aber eher selten. Eher selten. Leider. Den machen wir hier noch weg. So. Dann ziehe ich euch das mal noch zurecht. Hallo, ich wollte groß ziehen. So, die Musik aus. Dann schauen wir mal, was da so Nettes geklippt wurde. Damals auf RTL 2. Aber nur das Yu-Gi-Oh!, wo Yu-Gi-Oh! Noch dabei war. Diesen ganzen anderen Schwachsinn, der danach so kam, den habe ich ausgelassen. Der war mir zu... Aber das, wo Yugi noch mit bei war, das fand ich cool. Naja. Ach, hi Neighbor, du kommst gerade zum Ende, tatsächlich. Du kommst gerade zum Ende, wo wir uns so die Clips anschauen, die jetzt so entstanden sind in dem Stream. Aber freut mich trotzdem, dass du hergefunden hast. Ach, die heißen alle so wie der Stream. Ach so. Jetzt check ich's erst. Ja, dann machen wir mal hier von rechts nach links. Der schlechte Profi, ja, okay. Ah, ja, leider habe ich Minus Fortschritt gemacht. Ärgerlich, aber hm. Könnte man hier nicht auch irgendwie eher rückwärts reindongeln? So ein bisschen was weiß ich ja noch. Und ich weiß, dass ich nicht unbedingt nach da links will. Könnte ich nicht auch hier? Ja, tricksen. Haha. Au. So schnell oben, so schnell ist man wieder unten. Ja, das ist so typisch für das Spiel. Oh Mann. Ich will darüber. Also, es geht doch. Oh nein. Oh nein. Der schreckliche Moment. Bei dem, wenn ich jetzt verkacke, ich wieder ganz runter purzel. Also nicht ganz runter, aber weit runter. Wo sollte ich denn sonst hin? Ja, das ist ärgerlich, Zocki, weil die Sache ist, in dem Moment, wo ich jetzt hier diese Clips anschaue, in dem Moment streame ich natürlich selber zu mir als auch von mir raus. Das sollte meine Leitung eigentlich hergeben, aber anscheinend ja nicht. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Oh, hier waren wir auch noch oben, okay. Einigermaßen. Wie war das? Long, this is so long. Ja. Her legs. Was? I wish? Ja, was wünscht er sich?